Ja, willkommen zu einer neuen Folge mit der Axt im Walde bei Was ist neu in the Forest in der Version 0.20. Wir haben hier eine gute, runde Versionszahl, das ist die neue 20. Hier hat sich auch wieder einiges getan. Ja, was die Entwickler auch von Anfang an hier groß in den Patch Notes hervorheben, ist hier die neue Funktion. Wenn man sich mit der Maus dreht, steigt hier die Spielfigur wirklich nach und nach für Schritt mit. Und dreht sich nicht einfach nur so im Kreis wie bisher. Ja, auch sollen hier die Tiere nicht mehr über die Inventarmatte laufen, wenn man die jetzt geöffnet hat. Ja. Keine Vögel, keine Schildkröten, keine Fische und auch ja, Hasen und die anderen Tiere, die hier laufen. Die soll es auf der Inventarmatte nicht mehr geben. Aber deswegen sind wir hier nicht im großen Kannibalendorf, sondern wegen den Änderungen. Der eine oder andere weiß es natürlich, die moderne Axt war hier in der Version 0.19, die davor war, nicht mehr aufzufinden. Die haben die Entwickler in der 0.19, ich denke B war das, oder C, weiß nicht mehr, haben die hier nachgebaut. Im großen Kannibalendorf haben die die hier nach eingebaut und die hängt hier, steckt hier im großen Baum. Ja, nehme ich jetzt nicht mit, habe ich schon. Ja, auch schon ein bisschen befedert. Und auch ganz neu, die Entwickler nennen das die dynamischen Leichen. Ich sag Physik berechnete Leichen, einfach mal ganz grob. Physikalisch korrekt berechnete Leichenteile, die kennen wir schon. Da gibt es jetzt nicht nur einen Typ wie in der Vorversion, sondern mehrere Typen. Und die sind auch hier direkt mal eingebaut. Im Hauptdorf, aber genug der Schunkelei. Ja, es gibt jetzt auch Kisten. In dieser Kiste, ja, da steht hier drauf: Fun Drink Orange Soda, ja, sind wie zu erwarten Getränke drin. Es gibt hier drei Arten von Kisten: die Getränkekisten, die Dynamitkisten und auch die leeren Kisten. Man möchte es nicht glauben. Und die kann man alle aufbrechen. Genauso wie Notebooks. Die kann man jetzt auch aufbrechen. Man bekommt Schaltkreise dafür. Ja, so ist das. Und Dynamit, ja, der eine oder andere wird sich jetzt gedacht haben: Was, Dynamit? Seit wann? Hat er sich versprochen, der gute Axt? Und ich sage, nee, ich habe mich nicht versprochen. Es gibt jetzt hier in der Version 0.20, gibt es jetzt Dynamit. Aber bitte fragt mich hier niemand, wo das zu finden ist oder wie man das bekommt oder wie man das baut. Zu bauen gibt es das nicht, das mal vorweg. Ja, ich weiß es nicht. Ich würde das gern wissen, weiß es aber nicht. Ja, so sieht das aus. Wir haben auch Moos auf den Bäumen. Moos zeigt laut Patch Notes immer nach Norden. Ich habe das noch nicht gesehen. Außer das soll die leicht grünliche Textur auf den Bäumen sein. Was weiß ich. Und es gibt auch noch Korallen. Und die Korallen, die gucken wir uns jetzt gemeinsam mal ein bisschen an. Vorher noch ein Vögelchen. Ja, Vögelchen. Und tschüss. Und wir zwitschern zu den Kannibalen ab. Bis gleich. Korallen. Bis gleich. So, wir sind auch ganz in der Nähe von unserem kleinen Küstenstummelchen hier am Ende mit den Fischerständen. Da gucken wir uns jetzt die Korallen an. Ja, was gibt's sonst noch Neues? Explosion, ja, weil ich vorher das Dynamit erwähnt habe. Explosion ist ganz wichtig. Gegner hören das jetzt. Ja, hier sieht man den Windeffekt auf das Wasser auswirken. Das sieht man jetzt ganz gut, ja. Das finde ich erst ganz nett. Das Wasser wird ja auch immer, ich sag mal, von Version zu Version wirklich angepasst von den Entwicklern. Und ich denke mir immer, wow, was die hier alles so machen. Das Wasser sieht teilweise zwar noch immer irgendwie scheiße aus mit dem ganzen neuen Kram, den die da eingebaut haben, seit ich weiß nicht wann. Aber das sieht noch immer wahnsinnig gut aus. Und das ist ein Wahnsinn, was die auch immer draus machen. Das ist meine Meinung. Ja, tut sich viel, ist immer viel. Toll anzugucken. Man bekommt das fürs Auge und zum Miterleben, was weiß ich. Ja, Korallen. Genau, wegen den Korallen sind wir jetzt hierher gekommen. Da ist auch so eine Koralle, die sieht ganz merkwürdig aus. Ich denke mal, oder ist das ein Holz? Man weiß es nicht. Hier draußen ist, denke ich, irgendwo sind hier überall irgendwelche Korallen. Ah, ich denke mal, das sind hier die Korallen. So ein Gestrüppzeug, das halt eben vorhin nicht da war, in den vorangegangenen Versionen. Ja. Sag ich mal ganz groß und grob, grob und großartig. Ja.
Leuchtintensität von allen Feuerbauten ist auch ein bisschen erhöht worden. Das heißt, alles leuchtet jetzt ein bisschen intensiver mit verstärkten Glüh-Effekten. Und auch ganz wichtig, Wasser wird jetzt hier nicht mehr einfach so grob quer durch die Bank mit allen Effekten, das heißt Reflexion und so weiter, durchberechnet, sondern da wird hier nur der Teil berechnet, der gerade sichtbar ist. Finde ich gut. Spart ein bisschen Performance. Das heißt, die Leistung wird nicht hier zu Null rausgeblasen. Ja. Ja. Explosionen, wie vorhin auch erwähnt, die Gegner hören das. Ja, die reagieren da drauf. Die können ja ohnehin schon allerhand hören. Und jetzt auch noch die Explosion. Und die reagieren jetzt wieder auch ein bisschen besser auf FAGs, die der Spieler gebaut hat. Ja, das heißt, somit, die werden dann ganz wütend und ja, in der letzten Version haben die teilweise auch schon ein bisschen zu beten begonnen. Ja. Was ich schade finde, ist, dass die Taschenlampe, die ist nämlich nicht mehr in Koffern zu finden. Die haben die ein bisschen versteckt und rausgenommen, die Entwickler. Ich weiß nicht, wo die Taschenlampe ist. Ja, dafür gibt es jetzt hier in, ich sag mal, in jedem dritten Koffer gibt es jetzt hier Batterien ohne Ende. Ja, Batterielaufzeit ist natürlich länger und die Taschenlampe leuchtet ein bisschen intensiver, aber ganz ehrlich, das ist, ich weiß nicht, ohne Taschenlampe, wenn die so schwer zu finden ist, das finde ich schon ein bisschen komisch. So, wo waren wir denn hier? Ich suche mir hier eine Leiche. Ja, da liegt eine Leiche. Da gab es auch eine Änderung, da ist jetzt hier nicht mehr einfach mit E aufzuheben, sondern ihr seht das, ich drücke das immer kurz und dann kommt so, man muss E gedrückt halten. Ja. Dann hebt man das Vieh auf, ich lege das wieder ab, ich zeige euch das nochmal mit dem schönen neuen Symbol hier in der Mitte. Wupp. Klatsch. Wupp. Klatsch. Ja. Ja. Oh, da kommen auch schon welche. Ja, gut. Wir haben hier so einen angemahlenen, ja, Profi-Reflektiertisch der Marke Red Cannibal. Und das auch neu in der Version. Zusammengehackt mit dem Zeug. Ja. Wird hier nächstes Jahr, beziehungsweise in der nächsten Wintersaison wird das verwendet. Da wird hier eingeheizt mit ja, Holzbrettern. Ganzer Haufen. Ja. Die Gegner können jetzt auch auf den Baumstammschlitten aufspringen. Ja, für diejenigen, die das nicht wussten. Ja, ich wusste das auch nicht. Musste ja auch wohl in die Patch Notes lesen, klarerweise, ne? Wie das genau aussieht mit dem auf den Baumstamm springen, ich weiß es nicht. Ja, hab das noch nicht gesehen. Ist mir auch relativ Wurst. Ja. Genau. Ich habe hier auch ein bisschen, ach so, ja, den wollte ich ja irgendwo mitnehmen, den guten Mann, ein Teil davon zumindest. Ich habe ja auch ein bisschen was vorbereitet wieder in der Zwischenzeit. Ich nehme ja ein Bein. Nimmst du? Danke. Ja, man kennt das. Wenn man hier einen Kopf nimmt, ja, und zu lange auf dem Feuer lässt, dann wird der zum Totenkopf. Das Ganze gibt es jetzt auch mit anderen, das heißt zu so Armen und Beinen und überall, wo so ein bisschen Knochen drin ist. Aber das ist nicht einfach so ein neues Feature, das die Entwickler hier sich ausgedacht haben. In Wahrheit ist das so, es gibt ein Verwesungssystem. Ja? Das heißt, hänge ich jetzt was zum Trocknen auf oder lege ich mir hier ein Teil aufs Feuer, dann ist das nicht ewig gut haltbar. Ja, das nimmt verschiedene Zustände an. Es ist, ich sag mal, gut durch, ja, so wie jetzt. Es ist ein bisschen rot geworden, wer das mitbekommen hat. Und ich kann das jetzt gut essen. Ja, will ich aber nicht. Jetzt ist das noch gut, ja. Wenn ich das noch ein bisschen länger hier liegen lasse, dann gibt mir das auch gar nicht mehr so viel Energie zurück. Und wenn das hier halb am Verwesen ist, dann ist natürlich klar, hier ziehe ich auch den Schaden davon. Ja. Aber das passiert hier nicht, wenn ich das auf dem Feuer lasse. Ich suche mir nämlich was. Das ist ganz was Wichtiges. Und worauf wir warten, das wird auch gleich passieren. In der Zwischenzeit erzähle ich euch auch noch. Und so schnell ist das passiert. Ja.
Ich erzähle euch auf jeden Fall noch, es ist hier die Höhle 1 überarbeitet worden mit mehr Licht, mehr Gegenständen, was auch viele von euch interessieren wird, ja. Die Büsche mit den Beeren dran, die spawnen jetzt einfach nicht mehr so. Beim Laden wieder neu und mit Foren zurückgehen. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, was das hier immer für eine Party ist. Wieder mal, ja. Auf jeden Fall, die spawnen nicht und die laden sich auch nicht mehr mit den Büschen. Das heißt, wenn die einmal verbraucht oder umgehackt sind, dann sind die verbraucht und umgehackt. Ja. Ja. Gut. An und für sich komme ich jetzt hier zu den letzten wichtigen Neuerungen. Und bevor ich hier fortfahre, möchte ich einfach erwähnen, das könnte für den einen oder anderen ein bisschen zu viel Spoiler sein. Ja? Das heißt, wenn ihr hier die wirklich großen, guten und verdammt genialen Neuigkeiten rausfinden möchtet, selbst erfahren und rausfinden möchtet, dann dreht das Ganze jetzt ab, beziehungsweise irgendwo zu Ende hin mit Verabschiedung, was weiß ich, liebe Grüße an die Mutti und weiß der Geier was noch alles. Aber ab jetzt wird hier gespoilert. Ja? Gut. Die, ja. Vorhin, ihr habt das vielleicht gesehen. Es gibt auch eine neue Höhle. Das nennt sich Höhle 10. Ja. Hier. Hier, ich sag nur vorhin. Ja. Selbst erfahren. Bisschen. Lass ich offen. Ja. Immer im Unklaren. Höhle 10. Neue Höhlenwände gibt's auch. In allerhand Höhlen. Höhlen, wo hier das Wasser runterläuft. Ja. Ist bei mir hier keiner mit dabei, das passt. Und eine Änderung ist hier, das auch der Grund, warum wir hier die Knochen brauchen. Ich nehme hier einen Speer, man sieht das auch, Speer upgraded, das heißt, der aufgerüstete Speer, ja. Bitte, 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 Kinderchens, Kinderchens, bitte geht das mit ein bisschen weniger Lärm hier. Ich verstehe das, dass ihr aufgeregt seid. Ich mache hier ein Let's Play, ja. Gut. Oder auch nicht. Ja. Aufgerüsteter Speer. Ja. Ein Teil haben wir hier. Ich lege noch zwei Stück Stoff dazu und gebe einfach nochmal drei Stück Knochen. Das ist nämlich der neue Gegenstand, den wir bekommen, wenn wir hier zu lang rumfackeln hier. Auf dem Feuer. Mit Beinen und Armen von, ja, wem auch immer. Und dann bekomme ich hier mit drei Knochen, zwei Stofffetzen, ein Speer, bekomme ich hier Spear upgraded. Ja. Und das Dings, das geht hier ab wie Schmitz' Katze. Ich weiß nicht, was das hier alles für Teile hier dran hat, aber das sieht ganz nett aus. Nee, so muss das nicht. Ja, so wird das gehalten hier. Und dann kann er hier so zustochern, wie immer. Und das ist auch ganz neu. Wirklich brandneu in der Version 0.20. Rechte Maustaste hier anzielen. Und ja, es ist noch ein bisschen verbuggt, klar. Linke Maustaste abfeuern, dann steckt das hier drin und ich kann den auch wieder aufnehmen. Ja, so sieht das aus. Eine Neuerung, der große, gute Speer. In der, nee, ich sag nicht wo. Auf jeden Fall gibt's in einer Höhle gibt's noch einen neuen Gegner, der ist in den Patch Notes nicht erwähnt worden. Die läuft mir hier nach, ich halte das nicht aus. Ja, tatsächlich, die läuft mir hier nach. Ja, da ist, der ist in einen neuen Gegner gibt's auf jeden Fall, der ist in den Patch Notes nicht erwähnt worden, ja. Den könnt ihr auch selbst rausfinden, den möchte ich nicht spoilern, den möchte ich auch nicht herzeigen. Ich bin gespannt, was es mit dem Loch hier auf sich haben wird, wenn da ein bisschen mehr Details und Informationen dazu rauskommen. Und zu dem neuen Speer, zu dem Speerwurf, zur Höhle 10, zum neuen Gegner, gibt's jetzt noch eine letzte Sache, die ich euch zeigen werde. Wir springen wieder. Ja, wir befinden uns hier jetzt in der Nähe eines Höhleneingangs und wie gesagt, ja, das ist jetzt etwas schlecht zu erkennen wegen dem einfallenden Licht. Das ist auch ganz komisch. Mir ist das entweder gibt's das hier erst seit dieser Version oder mir ist das noch nie aufgefallen. Wenn man hier direkt hineinguckt, das, ich weiß nicht, das wird so komisch. Alles sieht so komisch aus, wenn sich das hier auch noch teilweise bewegen anfängt. Das ist so ganz, ja. Qualitativ irgendwas. Ja, weiß auch nicht. Ist ja nicht so wichtig. Gut, man sieht das jetzt kaum.
Aber dieser gute Mann, der hat ja was Gutes drin. Ich nehme mir das auch mit. Wobei auch nicht. Ich habe das ja bereits, dass es hier ein ordentliches Schwertchen. Ja. Damit geht das natürlich nicht, dass ich mir hier Bäume umhack. Ja, aber hier geht's ratzfatz mit den Büschen. Und ich sag mal, das war's ja auch schon wieder, weil die größten Änderungen habe ich euch hergezeigt. Es gibt einen ganzen Haufen Sachen, Explosionen von Dynamit, wo die Gegner jetzt auch drauf reagieren. Sag mal, eine moderne Axt haben wir wieder, Kisten, die hier allerhand drin haben oder eben auch nicht und sich aufbrechen lassen, genauso wie Tische, die sich zusammenreißen lassen, Tiere, die nicht mehr über die Inventarmatte laufen, die Bretter in den Höhlen, die teilweise das Durchgehen blockieren, die hören sich jetzt nicht mehr wie Büsche an, sondern wie Holz und ja, geben auch keine Blätter mehr. Die Beine am Boden bewegen sich toll mit. Wir haben Krallen, wir haben Moos, wir haben tolle Leichen aufgehängt, die sich mitbewegen im Haupttorf. Änderungen bei der Taschenlampe mit den Batterien. Wir haben natürlich auch noch das Verwesungssystem mit dem Überkochen. Das ist auch ganz interessant. Das Gedrückthalten nicht vergessen beim Aufheben von Körpern. Gegner, die auf Schlitten springen, Büsche, die nicht mehr respawnen oder neu laden, nachdem ein Spiel geladen wird. Eine überarbeitete Höhle 1 mit mehr Gegenständen, mehr Lichten, neuer Gegner. Eine Xenohöhle mit neuen Höhlenwänden im Allgemeinen für alle Höhlen, überall. Ja, die Höhlen sind auch teilweise verbunden worden. Was war denn das hier? 2 und 3 oder 1 und 3? Na, ist ja egal. Auf jeden Fall hat sich wieder viel getan. Neue Waffe, wir haben einen Speer, den wir upgraden können. Und wir können den Speer auch werfen. Ja. Zusätzlich zu Anpassungen beim Sound, bei der Leistung, bei der Grafik. Und ja, das ist hier, ich sag mal, alles, was die Version 0.20 zu bieten hat, ja. Ist nicht mal so wenig und das Spiel läuft auch wieder ein bisschen runder, ein bisschen flüssiger. Mir gefällt das gut. Ja, Multiplayer ist natürlich auch viel getan worden, sag ich mal. Guckt euch das an. Multiplayer läuft gut. Ich warte nur mehr drauf, bis hier im Multiplayer ein eigenes Management kommt, ja, wo man hier Leute, ich sag mal, auch kicken und bannen kann und ein bisschen mehr einsehen, ja. Im Groben und Ganzen sage ich danke fürs Zugucken, wie immer danke an all meine Kritiker, vielen, vielen Dank für eure ehrlichen Meinungen, mir macht das immer wieder Spaß, das alles zu lesen und guckt auch wieder rein bei der nächsten Folge, wenn es heißt, was ist neu mit der Axt im Walde in the Forest. Ich mache mal wieder Schluss für heute und sage Tschüss.